Sie sehen hier ein älteres Modell eines Umformers. Da wird dreiphasiger Wechselstrom in Gleichstrom umgeformt. Statt dreiphasiger Wechselstrom sagt man oft auch Drehstrom. Nun, dazwischen, zwischen dieser Maschine und dieser Maschine ist dann noch eine Welle geschaltet und hier fließt ein Drehimpulsstrom im Kreis herum. Das Drehmoment ist die Stärke dieses Drehimpulsstromes. Und dann auf der dritten Seite, da fließt dann eben der Gleichstrom, ebenfalls im Kreis herum. Nun, die Formeln, um die zugehörigen Leistungen zu berechnen, sind in der Mechanik und in der Elektrizitätslehre analog. In der Mechanik lautet die Beziehung Differenz der Winkelgeschwindigkeit, also zum Beispiel hier unten zwischen 0 und dem rotierenden Teil, mal die Stärke des Drehimpulsstromes gibt die hier aufgenommene Leistung und hier wieder abgegebene Leistung. Dasselbe beim Gleichstrom. Da ist die Spannung, also die Potentialdifferenz, mal die Stärke des durchfließenden Stromes ergibt dann die Leistung. Also hier wird Leistung aufgenommen. Und das ergibt dann eben den Energieumlader. In diesem Bereich hier setzt der Drehimpulsstrom Leistung frei und der elektrische Strom nimmt die gleiche oder fast die gleiche Leistung wieder auf. Man hat natürlich Verluste durch Reibungseffekte. Bevor ich mich jetzt mit diesem eigentlichen Problem anhand einer rotierenden Leiterschleife beschäftige, möchte ich ganz kurz etwas über die Feldtransformation erzählen. Wir befinden uns hier in einem Raum ohne Gravitation, also zum Beispiel im Innern einer Weltraumkapsel, die frei um die Erde fällt. Dann haben wir nämlich lokal kein Gravitationsfeld und das Gewicht stört uns nicht. Wenn man jetzt annimmt, wir hätten ein Magnetfeld nach oben gerichtet, das homogen ist, und wir bewegen einen Körper mit der Ladung Q durch dieses Feld mit der Geschwindigkeit V, dann stellen wir fest, wenn wir diese Messung machen, dass die Federwaage hier leicht gedehnt ist. Und das bedeutet, dass wenn wir nach rechts die positive Koordinatenrichtung nehmen, dass durch die Federwaage ein Impulsstrom fließt. Und damit stellt sich die Frage, woher kommt der Impuls, der durch die Federwaage fließt? Dazu gibt es mindestens zwei verschiedene Erklärungen. Wenn wir jetzt jemanden nehmen, der relativ zum Koordinatensystem, also zu dieser Weltraumkapsel ruht, dann kann er diesen abfließenden Impulsstrom erklären durch einen Zufluss von Impuls und diesen Zufluss nennt man dann die magnetische Kraft und die Kraft ist dann Ladung des Körpers mal V, also die Geschwindigkeit des Körpers, kreuz die Stärke des Magnetfeldes. Diese Formel heißt oft auch Also diese Kraft heißt dann oft auch Lorentzkraft. Wenn jetzt aber jemand auf den Körper sitzt oder daneben mitrennt, also die gleiche Geschwindigkeit hat wie der geladene Körper, dann kann er ja mit dieser Formel gar nichts mehr erklären, weil die Geschwindigkeit null ist. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine elektrostatische Kraft einzuführen. Und diese Kraft ist dann Ladung mal eine Feldstärke, eine elektrische Feldstärke, die er postulieren muss. Vergleicht man diese beiden Standpunkte, dann kommt man zur Einsicht, dass wenn man sich relativ zum Magnetfeld bewegt, ein elektrisches Feld mit der Stärke E gleich V Kreuz B entsteht. Also was man effektiv messen kann in diesem Experiment, ist ja nur die Stärke des abfließenden Impulsstromes, also diese mechanische Kraft. Was man ja nicht direkt messen kann, ist diese Feldkraft, die ja dann vom Feld auf den Körper, auf den geladenen Körper einwirkt. Und deshalb haben wir die Möglichkeit, zwei verschiedene Erklärungsmodelle einzuführen und das gibt uns dann die Feldtransformation. Diese Feldtransformation ist gültig, solange man sich nicht
so schnell bewegt, dass man fast Lichtgeschwindigkeit erreicht. Also bei normalen Geschwindigkeiten ist diese Formel ziemlich exakt. Nun gehen wir über zum eigentlichen Problem, nämlich eine rotierende Leiterschleife, die steht jetzt stellvertretend für einen Motor oder für einen Generator. Also hier haben wir eine rechteckige Leiterschleife mit der Achse hier blau gezeichnet. Und die rotiert dann in diese Richtung mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Das heißt, der momentane Winkel ist Omega mal t. Das heißt, wenn die Leiterschleife senkrecht steht, dann ist der normalen Vektor auf die Fläche parallel zur Magnetfeld, also zur Richtung der magnetischen Feldstärke. Dieser Vektor A steht normal auf der Fläche und der Betrag dieses Vektors ist gleich der Fläche. Ein solches Objekt bezeichnet man als Flächennormalvektor. Bewegt sich ja zum Beispiel dieser Teil hier mit der Länge L, bewegt sich mit der Geschwindigkeit V gleich Winkelgeschwindigkeit mal Radius in die gezeichnete Richtung, also rechtwinklig zum Radius der Leiterschleife. Nun, gemäß dieser Formel V Kreuz B wird jetzt in der Leiterschleife ein E-Feld induziert, das nach vorne zeigt. Dieses E-Feld ist also hier überall vorhanden, auf diesem Teil der Leiterschleife. Die Größe ist V-Betrag, also Geschwindigkeitsbetrag mal Stärke des Magnetfeldes mal Sinus Omega T. Also wenn T gleich 0 ist, dann zeigt der Flächennormalvektor in Richtung des Magnetfeldes und V und P sind dann kollinear und deshalb gibt dann dieser Term hier noch nichts. Wenn aber dann die Leiterschleife um 90 Grad gedreht ist, dann ist Omega mal T gleich Pi halbe und E induziert ist dann maximal. Also dann haben wir hier die maximale Feldstärke. Selbstverständlich passiert auf der gegenüberliegenden Seite das Analoge, nur zeigt hier das Feld nach hinten. In den radialen Teilen der Leiterschleife wird auch eine Feldstärke induziert, die steht aber normal zur Leiterschleife und wenn man das überall rechnet, ist es so, dass sich das E weghebt. Nun berechnen wir die Umlaufspannung, indem wir durch die Leiterschleife einmal herumgehen und dann sehen wir, dass dieser Teil hier einen Beitrag liefert und dieser Teil einen Beitrag liefert. Das heißt, wir haben also zweimal, wir haben zweimal den positiven Beitrag, wenn wir hier rechthändig um A herumlaufen, haben wir also zweimal die Länge L dieser beiden Teilstücke, dann haben wir Omega mal R für V und dann haben wir die Feldstärke und den Sinus des Zwischenwinkels, wie hier schon erklärt. Nun kann man zweimal den Radius als diese Länge erkennen. Das heißt, zweimal L mal den Radius gibt die Fläche A. Wir können also sagen, die Umlaufspannung ist die Fläche der Leiterschleife mal die Winkelgeschwindigkeit mal die magnetische Feldstärke und dann noch der Sinus des aktuellen Zwischenwinkels zwischen A und B. Wir können auch das Problem vom magnetischen Fluss her anschauen. Also der magnetische Fluss ist die Fläche mal die Feldstärke, weil das Feld ist homogen, mal Cosinus Omega T. Also wenn die Leiterschleife senkrecht steht, dann haben wir maximalen Fluss. Wenn die Leiterschleife horizontal ausgerichtet ist, haben wir einen Fluss durch die Leiterschleife gleich Null. Also man kann sich den Fluss ja immer wie eine Strömung vorstellen. Wenn wir jetzt die Änderungsrate des Flusses rechnen, dann bekommen wir minus mal diesen Term, dafür den Sinus und von der inneren Ableitung gibt es dann noch ein Omega.
Und wenn wir diesen Term vergleichen mit der Umlaufspannung, dann ist unschwer zu erkennen, dass eben das Induktionsgesetz gilt. Die induzierte Spannung ist gleich der zeitlichen Änderungsrate des magnetischen Flusses. Das Minuszeichen, das kommt hier automatisch raus, muss aber in jedem Problem neu diskutiert werden. Also man soll sich hier nicht auf die Algebra verlassen, sondern geometrisch die Situation immer neu skizzieren und dann die Vorzeichenüberlegungen machen. Es wird ja beim Rotieren der Leiterschleife hier ein E-Feld induziert und hier auch. Und jetzt zwar je nach Stellung ist das Feld schwächer, stärker oder umgekehrt gerichtet. Die radialen Teile, die haben keine Wirkung, weil hier das induzierte Feld normal zur Schleife steht und sich aus Symmetriegründen eh wegheben würde. Nun, was passiert, wenn man jetzt eine metallische Schleife nimmt, also zum Beispiel ein Kupfer oder einen Golddraht? Dann passiert Folgendes: Das E-Feld, das induziert wird oder quasi das erscheint vom Magnetfeld her, das drückt Ladung hier auf diese Seite und Ladung hier auf diese Seite. Im Endeffekt sammelt sich hier Ladung an und auf der Gegenseite fehlt dann die entsprechende Ladung. Und zwischen diesen beiden Ladungen haben wir dann eine Spannung, die wir direkt messen können. Also wir messen ja nicht die Umlaufspannung, sondern wir legen eine metallische Schleife hinein und messen dann hier die Spannung, die aufgebaut wird von effektiver Ladung, die durch Influenz verschoben wird. Interessant, also hier noch einmal die Formel, das ist ja immer noch Fläche mal Magnetfeldstärke mal Omega mal Sinus des aktuellen Winkels zwischen A und B. Interessant ist, wenn man sich jetzt quasi in die Situation eines Stromes versetzt, oder anders gesagt, wenn man durch die Leiterschleife hindurch wandert, dann startet man hier und infolge Influenz ist ja überall Feldfreiheit, das heißt, man geht durch einen elektrisch feldfreien Raum und kommt dann hier wieder raus und ist plötzlich auf tieferem Niveau. Das heißt, diese Spannung, die sich hier aufbaut, die kann hierdurch erklärt werden über das elektrische Feld. Aber wenn man hier durchgeht, dann hat man nirgends ein elektrisches Feld und befindet sich von außen gesehen dann plötzlich wieder auf tieferem Niveau. Gut, kehren wir jetzt die Situation um und vergessen mal die induzierte Spannung und schicken mal einen elektrischen Strom durch den Leiter. Dieser Strom hier mit der Stärke I, dieser Strom sei konstant in seiner Stärke. Das heißt, wir drücken unabhängig von der induzierten Spannung einfach einen Strom durch. Dann gibt es eine Kraft, die heißt manchmal auch Lorentzkraft. Es gibt eine Kraft auf den stromdurchflossenen Leiter, die man schreiben kann als Stromstärke mal Länge des Leiterstückes als Vektor in Stromrichtung geschrieben oder in Bezugsrichtung geschrieben, Kreuz B. Wenn man das jetzt das auf diesen Strom anwendet, dann bekommt man eine Kraft nach unten. Ich würde das wirklich mal mit den Fingern machen. Also hier der Daumen, da der Zeigefinger, dann zeigt der Mittelfinger nach unten und diese Kraft ist unabhängig von der Stellung der Leiterschleife immer gleich groß. Also wenn wir oben sind, zeigt die Kraft genau nach unten. Wenn die Leiterschleife horizontal ist, dann zeigt die Kraft immer noch nach unten. Das heißt, diese Kraft ist immer gleichgerichtet, unabhängig davon, wie die Leiterschleife im Moment steht. Auf der Gegenseite haben wir eine Kraft nach oben. Und wenn wir jetzt uns fragen, wie sind dann die Kräfte auf den radialen Teilen, dann hat man dort, wie man leicht überlegen kann, Kräfte in der Leiterschleife drin. Und wenn man denn die beiden
Seiten der Leiterschleife nimmt, also die beiden radialen Teile der Leiterschleife, dann heben sich diese Kräfte auf, sowohl im Sinne einer resultierenden Kraft als auch im Sinne eines Drehmomentes. Also lassen wir diese Kräfte wieder weg. Nun, wie groß ist jetzt das Drehmoment? Also ein Kräftepaar ist ja immer begleitet von einem Drehmoment oder erzeugt ein Drehmoment. Nun, das ist Kraft mal Hebelarm. Das ist also die Kraft, wir können hier auf die Drehachse rechnen, das ist die Kraft mal den Radius. Und dann ist es Sinus Omega T. Das heißt, wenn Omega T, also der Winkel, gleich 0 ist, ist das Drehmoment 0. Wenn wir hier bei Pi halbe sind, dann liegt die Leiterschleife horizontal, dann ist das Drehmoment maximal. Der Faktor 2, der kommt daher, weil wir eben hier und hier eine Kraft haben, die je ein Drehmoment erzeugen bezüglich der Drehachse. Man kann jetzt diese Formel hier noch auswerten und mit hineinnehmen. Wir haben hier einfach die Kraft zu ersetzen. Das ist L mal B mal I. Und weil L und B immer schön normal aufeinander stehen, brauchen wir da keinen Zwischenwinkel. Dann können wir noch 2R und L zusammenfassen zur Fläche wie vorher. Das Drehmoment ist also Stromstärke um die Leiterschleife herum, mal Fläche der Leiterschleife, mal Stärke des Magnetfeldes, mal Sinus Omega T. Man könnte jetzt hier noch ein magnetisches Dipolmoment einführen für die Leiterschleife, die stromdurchflossen ist. Wenn wir nämlich die Finger der rechten Hand in Richtung des Stromes legen, wie hier skizziert, dann zeigt der Daumen in Richtung des sogenannten magnetischen Dipolmomentes. Die Stärke dieses Dipolmomentes ist bei ebenen Leiterschleife gleich Stromstärke mal Fläche und der Flächenvektor zeigt dann die Richtung des Dipolmomentes an. Also hier zeigt die Fläche der Vektor A so, aber das Dipolmoment ist in diese Richtung, zeigt in diese Richtung, weil ja die rechte Handregel das so verlangt. Also wenn der Strom auf die andere Seite fließen würde, dann würde ja das Dipolmoment gleichgerichtet sein wie die Fläche. Also müsste man hier streng genommen noch ein Minuszeichen schreiben. Ich würde das aber nicht algebraisch erledigen, sondern immer mit einer Zeichnung, also geometrisch. Nun, das Dipolmoment vereinfacht die Formel. Wir können sagen, das Dipolmoment kreuzt die Feldstärke des Magnetfeldes, gibt dann das Drehmoment vom Magnetfeld auf den Körper. Diese Formel eignet sich dann eben für Objekte, die man nicht mehr so geometrisch zerlegen kann, wie zum Beispiel das Dipolmoment eines Elektrons, das ja dann mit dem Spin des Elektrons gekoppelt ist. Dann ist diese Schreibweise natürlich äußerst kompakt. Schauen wir uns nun kurz die Energie an. Also hier fließt immer noch der Strom und zwar nehmen wir immer noch an, das sei ein Gleichstrom, der aufgezwungen wird, der immer konstant und gleich gerichtet sei. Das Drehmoment von vorher, das kann man sich nochmal überlegen, das vor allem mit dem Dipolmoment Kreuz B, dieses Drehmoment, das vom Feld auf die Schleife wirkt, das zeigt nach vorne. Folglich, damit die Schleife gleichförmig rotiert, müssen wir von außen ein mechanisches Drehmoment anlegen, das nach hinten zeigt. Das heißt, ein Drehmoment ist ja eine Stromstärke von Drehimpuls und wir haben hier einen Durchfluss von Drehimpuls von der Achse an das Magnetfeld oder umgekehrt, je nachdem wie wir die positive Drehrichtung wählen. Nun, die Spannung ist, ich wiederhole es, Fläche mal Feldstärke mal Omega. Also je schneller die Schleife dreht, umso höher die Spannung, das ist noch interessant zu wissen. Und dann Sinus des Zwischenwinkels, wie hier gezeichnet. Das Drehmoment haben wir vorher berechnet, das ist
magnetisches Dipolmoment, also I mal A, Kreuz B, das gibt I mal A mal B mal Sinus des Zwischenwinkels. Auf Vorzeichen verzichte ich hier, weil ich halte mich an die Zeichnung. Ich rede jetzt nicht vom magnetisch erzeugten Drehmoment, sondern ich rede jetzt von diesem Drehmoment, das hier gezeichnet ist, das also von der Achse her auf die Schleife einwirkt. Jetzt kann ich die elektrische Leistung rechnen, die ist U mal I. Und U eingesetzt gibt Fläche mal Feldstärke mal Omega Sinus Omega T und dann eben mal I. Diese Energie wird zugeführt. Wie kann man das erkennen? Der Strom, der fließt ja hier von außen gesehen auf hohem Potenzial rein und kommt dann von außen gesehen auf tiefem Potenzial raus. Das heißt, der Strom fließt bergab durch die Leiterschleife. Und ein bergab fließender Strom setzt immer Energie frei. Das mechanische Drehmoment oder die Leistung des mechanischen Drehmoments, das kann man rechnen, indem man das Drehmoment nimmt. Das zeigt wie gehabt so. Das ist ja bremsend und Omega ist gegengerichtet. Wenn man jetzt rechnet, Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit, dann muss man halt vom Drehmoment her diese Formel einsetzen und das gibt das gleiche wie im elektrischen. Wir haben hier keine Reibung angenommen. Das heißt, die mechanische Leistung ist gleich, betragsmäßig gleich wie die elektrische Leistung. Die mechanische Leistung ist aber abführend, das heißt, das Ganze ist im Moment ja ein Elektromotor. Das heißt, der Stromkreis bringt die Energie und der mechanische Teil nimmt die Energie mit. Denn dieses Drehmoment bremst ja die die Drehbewegung der Schleife ab. Wir haben also gezeigt, wie wunderbar, dass die Energieerhaltung erfüllt ist. Leider hat die Geschichte einen kleinen Haken. Der elektrische Strom, den wir fließen lassen, jetzt mit konstanter Stärke, der erzeugt ja ein zusätzliches Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld verändert den Fluss durch die Leiterschleife. Also wenn wir einfach einen Kurzschluss hätten außerhalb der Leiterschleife, dann würde der induzierte Strom, der ja dann auch fließt, immer die Flussänderung zu minimalisieren versuchen. Also würde immer gegen die Flussänderung wirken. Das wäre dann die Lenzsche Regel. Aber weil wir hier einen Konstantstrom durchdrücken, kann das Magnetfeld einmal die Flussänderung begünstigen oder die Flussänderung verzögern. Also wir können sagen, die induzierte Spannung ist gleich der Änderungsrate des magnetischen Flusses. Das haben wir ja schon gerechnet. Und um jetzt den Einfluss des Stromes hineinzunehmen, nehme ich hier eine Zahl, die größer oder kleiner 1 sein kann, um das Ganze zu korrigieren. Also eine Funktion von I im Sinne einer reinen Zahl. Wenn der Strom über einen Kurzschluss fließt, also Strom induziert wird, dann ist dieser Term immer kleiner 1. Das Drehmoment hingegen hängt nur vom äußeren Magnetfeld ab. Also wie eine elektrische Kraft oder wie die Gravitationskraft auf der Erde ist das Drehmoment nur abhängig vom Strom in der Schleife, von der Schleifenfläche, von der Ausrichtung und von der Stärke des äußeren Magnetfeldes. Also ist das Drehmoment richtig gerechnet, nämlich magnetisches Dipolmoment kreuz magnetische Feldstärke. Wenn man jetzt die elektrische Leistung ausrechnet, U mal I, dann bekommt man eben einen Term, der ungleich ist wie die mechanische Leistung. Und der Term steckt hier in diesem Faktor drin, der die Flussänderung beschreibt oder den magnetischen Fluss beschreibt, der korrigiert wird durch das Eigenfeld des fließenden Stromes. Nun, man kann jetzt überlegen, wieso sind diese beiden Leistungen nicht genau gleich. Also sicher ist nicht die Energieerhaltung verletzt, das wäre eine unglaubliche Sensation.
sondern das Problem steckt eben in der Energiebilanz selber. Ich glaube, das kann man sich selber überlegen, dann sieht man, Physik kann wirklich spannend sein.